Das Leben und das traurige Ende von Kurt Gerren. Kurt Gerren, 1897 als Sohn jüdischer Eltern in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie in Berlin geboren, studierte zunächst Medizin, bevor er sich 1920 entschloss, Bühnenschauspieler zu werden. Er studierte Medizin, bevor er im Ersten Weltkrieg zum Militärdienst eingezogen wurde. Nach einer schweren Verwundung wurde er, obwohl er erst im zweiten Studienjahr studierte, zum Militärarzt der Bundeswehr zugelassen. Nach dem Krieg wandte sich Gerren einer Bühnenlaufbahn zu und wurde 1920 Theaterschauspieler unter dem Regisseur Max Reinhardt. Er trat in mehreren Stummfilmen in Nebenrollen auf und begann 1926 mit der Regie von Kurzfilmen. Auf der Bühne spielte er in der Originalfassung von Bert Brechts und Kurt Weils Dreigroschenoper als Tiger Braun mit und leitete das Lied Haifisch ein. 1930 wurde er Regisseur an einem Berliner Theater, wo er mit Gustav Gründgens, Grete Weiser und Marlene Dietrich Der rote Faden inszenierte. Er wirkte auch in den sehr erfolgreichen Filmen Die drei von der Tankstelle und Der blaue Engel mit. War maßgeblich daran beteiligt, Luise Rainer 1932 ihre Hauptrolle im Musical Heut kommt's Traut anzuverleihen. Die UFA wollte auch, dass er als Regisseur arbeitet und bot ihm die Möglichkeit, bei einigen Kurzfilmen Regie zu führen, bevor er für diese Firma seinen ersten von 5 Spielfilmen drehte. 1933 wurde er von den Nazis gezwungen, die UFA zu verlassen, während er an dem Film Kind, ich freue mich auf dein Kommen, 1933 arbeitete. Er verließ Deutschland und bekam nach einigen Stationen in verschiedenen europäischen Ländern eine Anstellung in Holland als Regisseur, wo er mit Erfolg arbeitete. Nach der Machtergreifung 1933 verließ Gerren mit seiner Frau und seinen Eltern Nazi-Deutschland und reiste zunächst nach Paris und später nach Amsterdam. Dort arbeitete er als Schauspieler an der Staatsschauburg weiter und führte bei mehreren Filmen Regie. Mehrmals wurde ihm über die Vermittlung von Peter Lorre und Josef von Sternberg eine Anstellung in Hollywood angeboten, weigerte sich jedoch, Europa zu verlassen. Nach der Besetzung der Niederlande durch die Wehrmacht wurde Gerren zunächst im Durchgangslager Westerbork interniert, bevor er in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wurde. Dort wurde er von der SS gezwungen, die Kabarettkritik Karussell zu inszenieren, in der er Mack the Knife wiedergab, sowie Kompositionen von Martin Roman und anderen inhaftierten Musikern und Künstlern. Nach der deutschen Invasion und Besetzung der Niederlande 1940 trat er in dem berüchtigten Propagandafilm Der ewige Jude, 1940, auf. 1943 kam er in ein Konzentrationslager in Holland, wo er eine kleine Bühne organisierte und betrieb. 1944 wurde Gerren gezwungen, einen Nazi-Propagandafilm zu inszenieren, der in neutralen Ländern, z. Nach Abschluss der Filmarbeiten wurden Kurt Gerren und die meisten prominenten Schauspieler im Oktober 1944 nach Auschwitz transportiert und in der Gaskammer ermordet. Darunter fast alle Kinder, die in diesem Film mitspielen. Alle bekannten vollständigen Abzüge von Gerrens letztem Film, der Theresienstadt heißen sollte. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, Terezin, A Documentary Film of the Jewish Resettlement, der auch als Der Führer schenkt den Juden eine Stadt bezeichnet wird, wurden 1945 zerstört. Mitte der 1960er Jahre wurden in der Tschechoslowakei Filmmaterial entdeckt. Heute existiert der Film nur noch in fragmentarischer Form.